Jo und hallo auf dem Kanal, so nennen wir auf live mit mir, dem Digi-Helden, und wir stehen hier vor dem Kartellmeister, den wir versuchen als Verbündeten zu gewinnen, um halt mit dem Ketzer zu reden. Und ja, es hat sich halt herausgestellt, dass wir schon auf einem guten Wege sind. Jetzt müssen wir halt nur noch ihn fertig machen. Nein. Angriff auf die Garde. Das hatten wir gerade. Und ja, es ist wichtig. Jetzt müssen wir nochmal irgendwie klarstellen, dass wir halt hier nicht hier sind, um Kaffeekränzchen zu halten. Der Angriff auf die Weststadt war erst der Anfang. Feodor ist vielleicht der Einzige, der eine noch schlimmere Katastrophe aufhalten kann. Nun gut. Weil du dein Sprüchlein so brav aufgesagt hast. Und weil mich Familienangelegenheiten rühren. Wir besuchen den guten Feodor und halten einen kleinen Plausch. Bei dieser Gelegenheit richte doch deinem Herrn Vater meine besten Grüße aus. Und gute Besserung für sein Bein. Oha. Ich glaube, das mit dem Bein war nicht einfach nur so gesagt. Schön hast du es hier. Werkzeuge. Ja, Parell weiß, wie man an Informationen kommt. Ist das ein sprechender Kopf oder warum? Dachte, das ist einer von den Vögeln, die man jedes Mal trifft. Egal. Wenn man überfallen wird. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt da durch dieses Gitter kann. Ja. Oh Mann. Wenn du der Geschichte weiter folgst, gibt es kein Zurück mehr. Willst du wirklich fortfahren? Verstehe ich nicht. Was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Eine neue Heimat. Vater hat nie von seinem Söldnerkameraden gesprochen, dem Klebert. Parell Notgelf und Fergorosch Sohn des Faruk. Wahrscheinlich muss man lange zusammengeritten sein, um sich so hassen zu können wie diese beiden. Im Zimmer von Falks Mutter fand Vater ein magisches Schriftstück. Feodor könnte es entschlüsseln, doch Parell hält ihn gefangen. Ich hoffe, dass ihn Vaters Söldnerschwur überzeugt und dass ich ihn mir richtig merken kann. Ja, mehr gibt's ja nicht, ne? Na, dann mal los. Ach so, ich wollte ja noch steigern, ne? Ich hab so viele Punkte. Ich kann sogar hier mal ein bisschen. Oder? Diese Entladung schleudert deine Gegner von dir. Genieße die Kraft der verderbten Elemente, die ihnen das Leben nimmt. Frost? Die Kälte der Niederhöllen umschmiegt deine Haut und nagt deine Feinde an den Boden. Oh. Dämonische Aura. Ich glaube den nämlich. Zack, habe ich noch 20 Punkte, wie süß. Belegen? Ach, guck mal, den kann ich auch irgendwie. Ich verstehe. Oh, shit.
separat zum Beispiel kann ich nicht belegen. Zack. So. Warum ich das gemacht habe, ich weiß es nicht. Die Königin der Wachenparaden kann ich auch nicht belegen. Nutze die Wucht des Gegners, verstärke sie und lerne gegen... Was? Die Königin der Waffenparaden. Nutze die Wucht des Gegners, verstärke sie und lenke sie gegen ihn. Kalandra, hör zu! Mann, ich verstehe nur nicht, wie das... Mal gucken. Was ist das hier? Finte. Kann ich irgendwie sagen, bin ich schon ganz gut dabei. Erkennen und sagen. Heilkunde. Okay. Zack. So, jetzt aber. Dann gehen wir mal weiter. Ah, ein neuer Nachbar. Mir wurde schon langweilig hier unten. Magos, ihr müsst mir helfen. Ich habe hier ein paar Dokumente, die ich nicht lesen kann. Schnell, lasst sehen. Kryptografo. Interessant. Nandoria mit protoalhanischem Schlüssel. Intersphärische Nomenklatur. Da scheint jemand viel Wert auf Himmelskörper zu legen. Was? Nandoria. Es ist die Geheimschrift der Magier. Sie wurde von Rohal, dem Weisen, entwickelt. Dem Bruder des Dämonenmeisters. Zwillingsbruder. Präzise. Damit schützen Magier ihr Wissen vor geistigem Diebstahl. Vollkommen anachronistisch. Und dann der Schutzzauber auf dem Dokument. So paranoid sind eigentlich nur Borbaradianer. Der Besitzer ist bei der Geheimhaltung wirklich sicher gegangen. Dabei geht es nur um eine Dämonenbeschwörung. Das ist doch Alltag in dieser Gegend. Was? Das Dokument beschreibt den letzten Teil einer hochpotenten Hashtod-Beschwörung zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort. Ich habe mit Bobarats Totenrat über meine magischen Kräfte gesprochen, aber die Antworten waren sehr rätselhaft. Der Rat hat euch geantwortet? Das ist nun wirklich erstaunlich. Dann scheint euer Gönner ja noch mächtiger zu sein, als ich ursprünglich annahm. Ich weiß nichts von einem Gönner. Ich weiß nur, dass die Bobaradianer bisher immer Feinde waren, vor denen wir uns verstecken mussten. Interessant, warum eigentlich? Ich meine, ihr wirkt nicht so, als würdet ihr dieser paradoxen, kurzsichtigen Weltanschauung folgen. Durchaus nicht. Der gute Chiron besticht eher durch einen äußerst offenen Geist. Es ist aber wirklich merkwürdig. Die Bobaradianer sind eine Kirche. Eigentlich sollten sie neue Anhänger suchen und nicht wahllos irgendwelche Leute jagen. Nun ja, wenn ihr mal wieder einen Bobaradianer trefft, soll er euch analysieren. Vielleicht findet er mehr heraus als ich. Moment. Ihr habt mich schon analysiert? Reine Routine. Irgendwas Borbaradianisch-Dämonisches. Zu komplex ohne Fundamentalanalyse. Unter 2 Monaten Forschungszeit ist da nichts zu machen. Tut mir leid. Okay. Wer genau war eigentlich dieser Borbarad, den die Borbaradianer anbeten? Bitte? Borbarad ist ein Halbgott. Genauer gesagt ein Viertelgott. Der Sohn des Halbgottes Nandus.
Er gilt als Alveranier des verbotenen Wissens. In zahlreichen Reinkarnationen wandelte er durch die Jahrhunderte und über unsere Welt, um seinen Zwilling Rohai zu bekämpfen. Die letzte Reinkarnation hat uns die Schattenlande beschert. Das heißt, die Borbarad-Kirche ist eine ganz normale Kirche? Nicht ganz. Vor 13 Jahren wurde Borbarad von allen 12 göttlichen Kirchen verdammt. Ich habe das damals für überzogen gehalten, jedenfalls bis ich in die Schattenlande kam. Auf jeden Fall zaubern Borbaradianer mit ihrem Blut. Sie beschwören Dämonen. Ihre Kirche predigt die Freiheit, unterjocht aber alle, die weniger Macht haben als sie. Ein bisschen doppelzüngig, das muss man zugeben. Es gibt einen letzten Teil? Die Beschwörung ist so mächtig, dass man sie in mehreren Teilen durchführt? Hier steht, opfre tunlichst derer Dinge dreierlei, den mächtigen Blackaratz auf deine Seite zu ziehen. Ad primo einen güldenen Bernstein, welcher glänzet wie die Sonne. Ad secundo wähl ein Schwert, mit dem Gerechtigkeit getan. Ad tertio dann gib Blackaratz die Hand von einem Mann, der das Gesetz erfahren. Trag Sorge, dass die Teile wohlgesetzet an drei Orten westlich von dem vierten. Und also magst du rufen nun den mächtigsten der Heshtod im an deinen vierten Ort, allwo die Stern dir dieses künden. Zweifellos, die drei vorbereitenden Invokationen bilden die Grundlage für das Hauptritual. Zum richtigen Zeitpunkt wird es mächtige Effekte bewirken, sehr mächtige Effekte. Irgendwas stimmt mich mit der Hand, mit dem Unterarm von dem Magier. Ich weiß mal, ob man es gleich nochmal sehen kann, aber die ist irgendwie arg dünn geraten, finde ich. Man braucht 4 verschiedene Beschwörungen für einen einzigen Heshtod-Dämonen? Ich dachte, das wären die schwächsten Diener des Blackarats. Ja, der gemeine Heshtod ist eher minderer Natur. Doch der Erzdämon der Rache gebietet über ein breites Gefolge. Und die Sphäre der Dämonen ist bekanntlich das Chaos. Da gleicht kein Phänotyp dem anderen. Und dieser Heshtod hier ist anders als die, die man normalerweise in den Schattenlanden trifft. Ist das Astralgewicht von Kobold 58,9? Scheiße. Kacken. Wie war das nochmal? Kackt der Papst in den Wald? Es geht also gegen einen Dämon. Irgendwelche Ratschläge, Magus? Dämonen werden aus der siebten Sphäre herbeigerufen. Natürlicherweise streben sie die Vernichtung jeglicher Ordnung an. Neben den mächtigen Erzdämonen, den Widersachern der 12 Götter, gibt es auch gehörnte und niedere Dämonen, die ihnen dienen. Ich weiß nur, dass man froh sein kann, wenn man ihnen nicht begegnet. Ohne magische Waffe hat man keine Chance. Im Prinzip ja, aber was die magische Waffe angeht, macht euch keine Sorgen. Meine Zauberkräfte? Sie können Dämonen verletzen? Korrekt, ihr habt eine dämonische Aura. Eine dämonische Aura? Wie reizend. Was soll das heißen? Ich bin kein Paktierer. Das geht mich nichts an. Was ihr mit eurer Seele anfangt, ist eure Privatsache. Wo soll diese Beschwörung stattfinden? Wann wird dieser Dämon gerufen? Auf dem Markt, wenn die Sternenkonstellation günstig ist. Zum Beispiel jetzt. Jetzt? Natürlich nicht genau am Marktplatz. Der Beschwörer wird sich irgendwo verstecken. Die Chancen stehen aber gut, dass dieser übermächtige Heshtod genau auf dem Markt auftaucht. Kraftlinienmagie, nicht so wichtig. Wenn er so mächtig ist, wird er die halbe Stadt zerstören. Wir müssen sofort die Warunker warnen. Parell, ihr müsst mit Fergolosch verhandeln. Wenigstens einen Waffenstillstand. Wenn die Garde und das Kartell nicht zusammenarbeiten, ist Warung verloren. Es ist wahr. Ein neuer Angriff auf die Stadt hilft keinem. Ich werde mit dem Hauptmann verhandeln. Doch glaub nicht, dass wir dadurch Freunde werden. Ich tue das für Warung und für das Kleeblatt. Kämpfer und Barrikaden. Der Rest wird sich finden. Oho, zwischen endlich eure Sachen raus. Beeilt euch! Es kann nicht mehr lang dauern.
Der ist groß. Sieht mal so ganz anders aus, oder? Na toll. Ja, ich mache hier mal Schluss, weil der Teil ist leider vorbei. Ich hoffe, du willst sehen, wie es weitergeht. Ich will auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht und werde deswegen jetzt auch weitermachen. Das kannst du dann aber lieber am nächsten Tag gucken, wenn es den nächsten Teil gibt. Und dann, ja, bis dahin wünsche ich dir noch viel Spaß auf YouTube und ich muss jetzt weitermachen. Tschüss!